So, hier bringt mal wieder Eurobogen 36 mit einem ganz neuen Let's Play. Es ist Knack Knack. Ja, was du hier vor dir hast, ist nicht das, was du normalerweise ein Game nennen würdest. Es ist wohl mehr eine Interaktion-Kommunikation erschaffen aus sehr verstreuten Unterlagen, die uns auf seltsamen Wegen in die Hände fielen. Erschaffen haben wir sie in den Installationen entsprechend, die uns der anonyme Übersender der Originalunterlagen hinterließ. Viele der fremdartigen Dinge und undeutlichen Ereignissen, denen du die in diesem, wie immer du es nennen wärst, begegnest, lauern dort nur wegen der Anweisungen, welche uns genau hinterlegt wurden. Vielleicht war dies alles nur ein mysteriöser Scherz, obwohl es uns nach allem eher unwahrscheinlich erscheint. Falls es dich aber beruhigt, betrachte es einfach als nur eine weitere urbane oder besser surreale Legende. Wie auch immer, wir empfehlen dies an einem dunklen, ruhigen Ort zu spielen und bleib besser allein. Ja, allein bin ich nicht. Ich habe einen Gast dabei. Einen bayerischen Gast. Ja, meine Stimme ist nach. Hallo! Genau, hi! Ja, nicht alleine. Welche Überraschung! Ja, meine Stimme ist ein bisschen improvisiert. Ich weiß noch ungefähr genau, was ich gesagt habe. Aber es geht schon. Was meinte man, halt mich nicht mit aufzunehmen. Ja, wenn es zu laut ist, kannst du es auch anders anpassen, wenn du den Lautstärkemischer benutzt. Ja, da hat sie mich darauf hingewiesen, dass der Ton, also ich habe gesagt, der Ton ist zu laut, und sie hat gesagt, warum, ja. Ich kann es auch die laut den, ja. Schauen wir uns die Katze an. Ja, ein paar kurze kleine Sachen zu dem Game. Also, den Typ, den wir spielen, der ist halt schon ziemlich alt. Also, es soll angeblich so um die 50 Jahre alt sein. Ja, aber er ist halt noch ziemlich jung, also man muss sich so vorstellen wie ein Fire Emblem, diese Tangle, die sich ja verwandeln und die sehr ziemlich jung noch sind, aber zu uralt. Und so muss ich das bei ihm auch vorstellen. Ja, und das Intro ist halt ziemlich laut, aber mein... besser so. Also wie gesagt, meine Stimme ist nach aufgenommen, weil Flaps die nicht aufnehmen wollte. Der Flaps hat sich so gedacht, leck mich, wenigstens ist mein Gast mit aufgenommen. Weil sonst kann ich jetzt die Parts wegschmeißen und so tue ich halt ein bisschen improvisieren, aber es ist ja noch nicht lange her, dass wir das aufgenommen haben und ich weiß noch ganz genau, was ich gesagt habe. Also von dem her kein Problem. Es ist halt bloß ein bisschen ungewohnt wegen der Synchronität, aber besser wie gar nichts. Nein, ich will kein Loch im Schädel haben, danke. Ach so, entschuldige, ich bin verplant. Ja, und jetzt stellt sich meine Kollegin Julia, mal vor. Im Internet auch bekannt unter The Julia Tran. Und ich bin gefragt worden, ob ich bei dem Projekt mitmachen möchte. Und ich finde, das Spiel sieht wirklich total klasse aus. Bei Steam macht es ja wirklich auch schon riesen Vorfreude. Und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. So. Nun denn. Ja, zur Story habe ich euch schon was erzählt. Also, ich finde den Schatten von ihm so geil. Das ist im Endeffekt, sieht aus wie der Schein der Lampe. Aber dabei ist es sein Schatten. Ja, und dieses Klopfen, meine Güte. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, dann... Ja, Ja, ist ja gut, Mensch. Ah! Ja, aber es erzeugt natürlich auch Atmosphäre. Ja, das auch. Mach mal das Licht an. Ja, das ist gruselig, wenn man dann Schatten sieht. Ich finde allein sein Schatten ist so gruselig mit diesem riesen Haarschopf an der Wand. Ja.
Das ist halt übertrieben dargestellt. Also ich habe immer gedacht, es ist der Schein der Lampe, aber man sieht es halt, dass es das Schatten Ja, ist. ein bisschen unnatürlich, aber auch irgendwie gruselig. Als ich das erste Mal sah, dachte ich, da wäre irgendein Monster oder so, das einen Schatten wirft. Ja, Monster werden wir in dem Spiel auch noch treffen. Man kann ja auch sterben. Okay. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Gut, dann gehen wir erstmal runter. Was ist denn da unten? Mach mal das Licht an. Oh. Keller sind gruselig. Okay, was ist... Ja, das Tier bleibt genau dort stehen. Okay, er beschwert sich, weil die Zeit nicht weiterläuft. Ja, mit dieser Uhr kann man die Zeit weiterlaufen lassen, aber das will ich im Endeffekt nicht machen. Vielleicht sollten wir die zeigen. So, ab nach oben und in den nächsten Raum. Okay, ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. In einem Let's Nur nicht Play. wundern, wenn ich nicht immer auf das eingehen kann, aber ich habe immer wieder mal ganz kurz so Freezes. Im Moment stecke ich immer noch in der Passage fest, wo er zwischen den zwei Räumen steht. So, auch hier machen wir das Licht an. Wenn man einfach pixelgenau stehen muss. Und wenn mich nicht lässt. So. Hier ist nichts. Ich will raus. Ja, es sieht schon echt klasse aus. Okay. So. Ich komme nicht raus. Nee, da mache ich das Licht aus. Ja, es ist aber schön, es ist einfach mal was anderes, nicht immer das Gleiche, was man sonst immer sieht, sondern wirklich mal eine ganz andere Idee. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann... Wieso komme ich denn nicht raus? Versuchen wir es nochmal. Nee. Ist oben denn noch was? Nee. Na gut, dann gehen wir halt runter und lassen die Zeit ein bisschen verstreichen. Okay. Ja, klar, verständlich. Aber es gibt immer wieder solche Spiele, wo man das nicht machen sollte. Ja, schon, also diese Zeit tut halt sehr viel wegnehmen, ne? Aber wenn es nicht vorangeht ohne, mein Gott, was soll ich machen? Ja, jetzt auf einmal ist die Tür offen. So, ab nach oben. Okay. Die war vorhin zu. Was so eine gute Idee ist. Weiß ich nicht, aber wenn es nur der Wind ist, dann gehe ich doch nicht raus. Dann schaue ich einfach nur nach und fertig. Ja. Also wir können uns hier ganz frei bewegen, nach vorne, nach hinten. Das ist auch cool gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, dann rauszugehen. Ich würde mich das nicht unbedingt trauen. Nee, ich werde einfach drin bleiben, auf jeden Fall. Ja. Ist das Geräusch noch da? Nö. Okay.
Also ich finde ja diese Bäume so gruselig. Mit ihrem Gesicht da. Ja, ist echt klasse. Ja, das aber ich finde gut umgesetzt. Schön, wenn man die Möglichkeit hat, das Spiel entweder relativ schnell zu spielen oder eben sich wirklich einmal komplett umzuschauen. Ich mag sowas einfach. Was eine schöne Art und Weise ist, um das Spiel zu gestalten. Ich kenne ein anderes Game, da ist es auch so. Du hast ein bestimmtes Ziel, das kannst du verfolgen. Oder du machst das Ziel nicht, schaust dich aber dafür überall um, brauchst dafür zwar urst lange, sammelst aber am Ende halt alle Secrets ein. Und das ist immer wieder ganz interessant. So, da ist das Haus, da müssen wir rein. Das sieht gruselig aus. Auf jeden Fall. Gehen wir rein. So, das ist unsere Overworld-Map. Da sehen wir, wie viel wir noch vor uns haben. Und jetzt erleben wir dasselbe Haus am Tage. Mhm. Ja, beim Bett könnten wir uns jetzt verstecken. Okay. Ja. Stecken will ich mich nicht. Mhm. Licht an. Mach das Licht an. Was würde passieren, wenn man sich versteckt? Es gibt eine schlechtere Bewertung am Ende. So viel weiß ich. So, was ist denn da unten? Ja, es sieht im Dunkeln sehr schlecht und deswegen soll man aufs Licht anmachen. Dann lassen wir doch endlich mal das Licht anmachen. So, Licht. Mhm. So, jetzt muss man hier ein bisschen warten, damit sich hier neue Sachen zeigen, wie zum Beispiel diese Uhr. Okay, er will anscheinend doch ein bisschen warten. Mhm. Die Uster war schon auf vorhin schon da. Sehr cool. Das ist aber dann nicht in jedem Raum so, oder? Nee, also nicht in allen, aber bei den meisten. Also wenn er halt stehen bleibt dann und die Augen schließt, dann weiß man auch, okay, also er will diesen Raum untersuchen. Mach die Tür auf. Also die Uhr verwende ich jetzt noch nicht. Oh weia. So, Licht. Licht. Warum soll ich das Licht ausschalten, damit erst recht Gegner kommen? Okay, also dunkel mag er nicht, hell mag er nicht. Gehen wir mal nach unten. Da ist das Licht. Ich sehe zwar nicht, wo es ist, aber okay. Oh, jetzt ist schon wieder die Lampe zerbrochen. Okay.
Versuchen wir es halt. Da. Oje. Okay, er will da wieder auf irgendwas warten. Wow. Ist das alles? Okay. So, Mama, hier nochmal das Licht an. Wieso versteckt es sich jetzt? Haben wir mich auch gerade gefragt, okay. Geh mal. Seine Laterne hat auch ausgemacht. Ah, verstehe, da ist ein Monster. Hi. Ist ja ein Geist oder was war das? Ja, ich warte ja schon. Stay here. Okay, eine Waage. Nee, das ist nur das Licht. Oh, würde der bitte mal verschwinden? Echt? Okay, das ist nicht gut. Ja, der ist echt noch da. Hoffe mal, dass das nicht passiert. Oh je, Mini, also, wie gesagt, der kann mich jetzt auch töten, also... Vielleicht ist das gruselige Ding ja weg. Nee, der ist noch da, man hört ihn. Licht an. Hi, Auge. Ja. My name is nobody. Oh, weia. Hier scheint Maga das nicht, wenn das Licht anbleibt. Ich mag es nicht, wenn das Licht ausbleibt. Aber das Licht geht ja immer außen an, oder wie? Oh. Ja, das ist nervig. Okay, durch die Tür komme ich nicht. Dann gehen wir halt dahin, wo wir jetzt hin müssen. Aber mach die Tür auf. Er braucht ja ewig. Oh, dieses Geklopfe. Oh, ja, das glaube ich dir. Das ist denn ganz, ganz ewig? Nee, leider. Oh, schon wieder. Ja, dann mach das nicht an. Okay. Warum bin ich jetzt wieder im Wald? Ist die Zeit vorbeigelaufen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Gehen wir mal weiter. Aber ich finde es interessant, wie relaxed er eigentlich reagiert. So, ja, und was soll das jetzt so statt irgendwie, keine Ahnung, zu erschrecken oder so? Finde ich irgendwie lustig. Ja, es hat seinen eigenen Style. Ja, wir sind nach vorne. Das heißt, wir müssen das Haus jetzt wiederfinden, oder wie? Ja. Also jedes Mal beim Wald sind, muss man das Haus finden. Gehen wir weiter. Geht's noch weiter nach vorne? Ja. Und was wäre, wenn du dann diese Uhr benutzt hättest, dann wäre sie von Haus aus schneller verflogen, oder wie? Ja, dann wäre dann die Zeit schneller verflogen, ja, wenn ich die Uhr benutzt hätte. Also ganz schön knapp bemessen, die Zeit. Ja, definitiv. Da ist das Haus. Dann gehen wir nochmal wieder rein. Okay. Muss man dann jetzt nochmal alles von vorn? Ich glaube nicht. Doch, anscheinend ja, sieht so aus. Weil wir gehen ja nicht weiter auf der Map. Toll. Ja, meine Kollegin ist jetzt irgendwie weg. Hallo? Hi. Probleme mit dem Internet? Eigentlich nicht. Okay. Das ist halt schon seltsam. Ja, schon irgendwie. Die Bildschirmübertragung ist jetzt auch aus. Ja, das war klar, dass die jetzt aus ist. Ich habe halt wirklich sehr, sehr oft Stocker. Also ich sehe sehr selten, was gerade passiert.
Das ist ganz blöd, muss ich sagen. Na gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.